Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem neuen Welten im Wandel Opening. Leute, wie gesagt, es ist die zweite Pre-Release-Woche ja jetzt und wir haben jetzt wieder Booster von Welten im Wandel im Set, was jetzt übernächste Woche rauskommt, nächste Woche schon rauskommen wird. Und zum einen haben wir heute in dem Video die vier Preisbooster, die ich im Pre-Release in Kaiserslautern, wo ich jetzt war, am Sonntag erspielt habe. Deswegen, ich bin super gespannt, was da drin ist. Ich zeige euch auch gleich noch, was ich da gezogen habe. Und wir haben noch woanders ein Kit ergattern können, inklusive noch zwei, drei Booster, die wir jetzt alle in dem Video aufmachen werden. Und hier gerade nochmal dieser kleine Hinweis. Wir werden ja auch jetzt kommenden Samstag und Sonntag in Kaiserslautern im Battle Bear sein. Und wir werden am Samstag das Pre-Release-Event spielen, ganz normal spielen. Das ist um 13 Uhr war das, genau, um 13 Uhr war das. Und am Sonntag haben wir ein Livestream-Event angeplant. Das heißt, wir werden dort Livestream und zwar ein ganzes Pre-Release. Wir werden da alleine im Laden sein mit ungefähr 10 Leuten, ein ganzes Pre-Release-Event streamen. Ihr werdet wieder Openings ohne Ende sehen. Und Leute, ich habe einfach Bock. Ich zeige euch jetzt aber mal, was ich jetzt am Pre-Release gespielt habe, wo ich diese vier Preisbooster gezogen habe, beziehungsweise bekommen habe. Und zwar habe ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ich habe 4-0 gewonnen tatsächlich. Mit diesem guten Bisaflon, Serpifoy, GX und dem Mosquito. Die beiden Karten haben mir auch tatsächlich gut geholfen. Deswegen, das waren meine ersten oder waren die ersten Hits jetzt hier aus diesem Set im Endeffekt. Und ja, Leute, wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal einfach rein. Wir gehen jetzt einfach mal straight rein. Ich will die erstmal die Preisbooster aufmachen und ich will sehen, was hier rauskommt. Denn, ja, aus dem Preisdisplay kam schon ein bisschen was raus. Also wenn da einer jetzt zuguckt, gerade der auch da am Sonntag da war, war super chillig, wie gesagt. Aber jetzt seht ihr dann auch, was ich hier Schönes aus meinem Preisboostern ziehen kann. Ich hoffe doch einfach, was Gutes. Wir haben jetzt, by the way, auch deutsche Packs wieder am Start. Wir haben aber auch noch ein paar englische am Start. Deswegen, also Leute, jetzt erstmal Welten im Wandel Opening ohne Ende. Wir haben noch ein paar englische Kits, die wir auch definitiv noch aufmachen werden. Das wird jetzt auch noch die Tage kommen. Und ja, Leute, freut euch einfach. Wir sind mega gehypt, das Set. Und ich habe ein gutes Vylord. Erstmal nichts in diesem Pack. Dann habe ich dreimal jetzt noch das Lunala Solgaleo Artwork. Wie gesagt, die Packs machen wir gleich auf. Und ich hoffe einfach mal, dass hier noch was Gutes rauskommt. Ich hoffe einfach so sehr, dass hier was Gutes rauskommt. Weil das wäre super sad, wenn ich jetzt hier das Pre-Release eigentlich ganz okay gespielt habe. Hier Professor Eisvorbereitung. Wie gesagt, super gute Karte haben wir im Display-Opening schon angesprochen. Wie gesagt, super sad, wenn wir hier einfach nichts Geiles rausziehen würden. Aber ich hoffe mal, wenigstens ein Hit. Komm. Ah, Kolossant. Damn it. So, ersten beiden Packs waren schon mal nix. Komm schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass von den Preisboostern, es wurde kein Rainbow gezogen. Das heißt, theoretisch oder eine Secret Rare. Das heißt, wir könnten noch ein Rainbow oder eine Secret Rare zum Beispiel ziehen oder halt eine Regular GX. Es wäre einfach der Hammer, komm. So, das gute Sengo, wie gesagt, das Artwork finde ich super, super stylisch. Das wäre eine geile Holo gewesen. Ein Duflor, Knackleon haben wir. Flabebe, Tangela, ein Zwirlicht, wie gesagt, war auch sehr, sehr gut bei mir im Pre-Release-Deck. Schallquab, ein Floorglass und komm. Habe ich jetzt zweimal Kolossant gezogen, Alter. Ach Gott, das ist schon wieder so. Kolossant ist wieder so The Mimon of Doom quasi, ey. So. Leute, bitte. Gib mir zumindest einen Hit. Das wäre eine nice Sache. Es wäre ein bisschen schade, wenn ich mit meinem Preisboost einfach komplett leer ausgehen würde. Das wäre RIP. Schreibt mir übrigens, oh, Muruda. Muruda ist eine schöne, also das ist ein cooles Artwork wieder. Dann Inselwanderschaften abzeichnen. Was ich sagen wollte, Kirlia, oh mein Gott, Alter, auch schon wieder so ein cooles Artwork. Schreibt uns sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Willow ist nicht so geil. Wart ihr auf einem Pre-Release oder geht ihr jetzt am Pre-Release? Seid ihr vielleicht sogar in Kaiserslautern? Wie gesagt, wir sind da mit der ganzen Crew, Kostur, so ist nicht das, was ich haben will. Und vier Non-Toil, ich habe wirklich nichts gezogen. Wie gesagt, seid ihr am Samstag vielleicht selber im Battle Bear? Wäre cool, wenn wir da den einen oder anderen von euch nochmal treffen würden. Das wäre eine coole Sache. Und in dem Zuge können wir euch ja gleich mal zeigen, was ihr da bekommt auf so einem Pre-Release-Event. Und zwar ist das hier einmal, wie gesagt, so ein Build-and-Battle-Kit. Da bekommt man ein Päckchen mit 23 Karten, womit man sich ein Deck schon mal bauen kann, eine Promokarte dabei und vier Booster-Packs. Und ja, wie gesagt, das zeigen wir euch einfach mal. Und damit spielt man halt so ein kleines Turnier. Man hat so ein 40-Karten-Deck im Endeffekt. Spielt ein paar Runden damit. Das macht eigentlich ganz Spaß. Und ich glaube, wir haben, Fione. Ist eine okay Promo. Wir gehen das Kit auch gleich einfach mal durch. Und wir haben halt insgesamt
4 Booster am Start. Wie gesagt, die Kits, ich finde die auch immer, die sehen auch ganz stylisch aus. Ich sammle meine auch immer, dass ich von jedem Set, wo ich jetzt beim Pre-Release war, immer meins habe. Und ja, wie gesagt, hier haben wir dieses wunderbare Kit, wo man so ein kleines vorgebautes Deck hat. Das Fione war ganz okay, und zwar die Fähigkeit. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, kannst du deinen Gegner zu veranlassen, ein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf seiner Bank auszutauschen. Wenn du das machst, lege alle an dieses Pokémon angelegte Karten auf deinen Ablagestapel und lege es unter dein Deck. Ist eigentlich ganz cool, weil so kann man zum Beispiel auch nicht Deckout gehen, weil dann kann man, wenn Fione quasi letzte Karte ist, kannst du immer Fione auf die Bank legen und nochmal unter das Deck. Und dann ziehst du die nochmal als letzte Karte und dann machst du nochmal auf die Bank. Und ja, war eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, im Endeffekt hat man zum Beispiel hier auch gute Trainerkarten wie Rocco. Die gute Erika, Ben und Svenja. Das Floink-Deck, Flambirex, das habe ich noch gar nicht gesehen. Zugenergie zum Beispiel, Cynthia ist auch wieder dabei. Blaues Taktik, Pokémon-Comics. Oh ja, Plinfa, das Deck war ganz okay. Also wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache. By the way, gönnt euch mal den Code. Viel Spaß damit. Ja, das ist, damit baut ihr dann quasi schon mal so ein bisschen euer Deck vor. Und mit den Boostern, die ihr jetzt halt hier habt, könnt ihr am Anfang vom Turnier dann quasi euer Deck ein bisschen pimpen bzw. aufbessern, und damit spielt ihr dann halt das Turnier. Wie gesagt, macht super viel Spaß, auch wenn ihr jetzt quasi, ich höre es relativ oft, bzw. ich werde das gleich weiter ausführen. Misty und Lorelei, die Tag Team Trainerkarte. Ich glaube, die haben wir letzten gar nicht gezogen. Und zwar, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Wasserenergiekarten, zeige seinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Wenn du diese Karte spielst, kannst du 5 andere Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, können deine Wasser-Pokémon während deines Zuges ihre GX-Attacken einsetzen, auch wenn du keine GX-Attacke eingesetzt hast. Okay, das ist cool eigentlich. Das ist cool. Man kann quasi zusätzliche GX-Attacke einsetzen. Das ist gar nicht mal so bad. Vor allem, ja gut, ich meine Wasser, ich glaube, wir haben kein richtiges Wasser-Tag-Team hier, aber ist eine coole Sache auf jeden Fall. Beziehungsweise, was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen wollte, wenn ihr auch noch keine Erfahrung habt mit dem TCG, kommt trotzdem einfach. Es sind immer super hilfreiche Leute da, die euch das erklären. Es sind auch die Decks, die sind super, super easy zu machen einfach. Und da lernt ihr das quasi schon dabei. Und wie gesagt, es macht einfach super viel Spaß. Und deswegen, man kann es... Lol, Flambirex. Aber ich könnte zum Beispiel das Flambirex jetzt in mein Kit reinbasteln. Das ist schon wieder eine gute Sache. Wie gesagt, Leute, es blamiert sich auch niemand, wenn man da quasi hingeht und keine Ahnung hat. Es ist einfach, wie gesagt, es macht einfach immer wieder Spaß, da zu sein. Und ja, wie gesagt, man kann es eigentlich wie immer nur von uns aus wärmstens empfehlen, einfach mal zum Pre-Release-Event hinzugehen. Teamruf, auch wieder eine gute Karte. 2 Tag-Team-Karten suchen. Nice Trainerkarte. Und ja, Lillys ganze Kraft heißt die Karte. Wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht so geil. Ein Evoli, wie süß, Stefan. Ein Sneebel, Natu, Knackleon, Silvaro, okay. Und ein Tromborg. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir aus dem Kit wenigstens einen Hit rausholen könnten. Weil bis jetzt waren die Packs wieder so... Deswegen hoffen wir einfach mal, dass hier ein bisschen was bei rumkommt. Schauen wir mal. So. Gut, Blitz. Oh mein Gott, das Blitz habe ich irgendwie gefühlt auch noch nicht gesehen. Auch ein... Also die Evolutions haben echt fancy Artworks. Das muss man einfach so sagen. Ends Entschluss. Wie gesagt, auch eine ganz okay Karte. Flunkiefer hier mit dem Tag-Team im Hintergrund fand ich auch, oder finde ich ja wie gesagt auch cool, dass sie das eingebaut haben. Smogon, Nasknit, einmal Blitzer noch in Reverse und wow, Alter, was habe ich denn mit diesem Kolossan schon wieder? Hoffentlich noch ein Hit, Leute. Und wenn nicht, dann hoffentlich hier in den Preisboostern quasi noch ein Hit. Das wäre eine schöne Sache. So, schauen wir mal. Wir haben den guten Turner, whatever, wie man ihn nennen möchte. Plyprin, Bestien Need heißt das Ding. Haben wie gesagt, sind wir auch im Display-Opening noch schon drauf eingegangen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Checkt das auf jeden Fall aus. War ein nice Display, steht sogar noch da hinten im Hintergrund in Lea, so ein Floink. Und, leider aus dem Kit nichts, ein Staloboard, immerhin nochmal eine Holo, aber Hashtag immerhin eine Holo. Aber die bringt uns auch nichts. Ich glaube, die haben wir sogar schon gezogen im Display-Opening. So, also wir hätten jetzt quasi im Kit nicht so wahnsinnig viel, was wir noch machen können. Aber dafür haben wir halt dieses vorgebaute Deck, was ja im Endeffekt eine super coole Sache ist. Oder wo ich froh bin, dass sie das ja auch eingeführt haben. Weil das war halt früher echt noch viel witziger. Weil früher war es so, man hatte 6 Booster, hatte man zwar 6 Booster. Also 2 mehr als jetzt. Aber
man musste mit diesen 6 Boostern ein 40-Karten-Deck bauen. Und jetzt hat man halt schon mal Entwicklungsketten und Trainerkarten. Man kann wenigstens mal überhaupt irgendwas machen. Das ist schon eine gute Sache auf jeden Fall. So, wie dem auch sei, wir haben noch ein wunderbares Rotom, Floink, Alola Xandar. Das wäre jetzt halt quasi so das Opening nach dem erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Turnier. Man weiß es nicht. Oh mein Gott, wir haben auf jeden Fall eine Mimikma, diese Full Art, ich konnte mir keiner im letzten Opening so wirklich sagen, was das sein soll. Full Art Holo Pokémon mit Supporter und ein Zenlong. Also at least, zumindest mal das hier. Und ja, es kommt leider nicht auf der Kamera gar nicht so richtig rüber, wie schön die Karten eigentlich in echt aussehen. Aber die wird doch definitiv jetzt direkt mal gesleeved. So, 2 Booster haben wir noch. 2 Booster haben wir noch. Da wurde ja auch gefragt, wie so ungefähr die Rarity ist. Also man kann ungefähr sagen, die Rarity von diesen Holo-Pokémon-Trainer, Full Art, whatever, die sind ungefähr, sag ich mal, so wie bei den Prisma-Karten damals. So, wir haben Kursilla und Super Sandro in Tag Team. Lege 3 Karten von deinem Deck jedes Spielers, lege 3 Karten vom Deck jedes Spielers auf seinen Ablagestapel. Wenn du diese Karte spielst, kannst du 3 andere Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, legt jeder Spieler so lange Pokémon aus seiner Bank auf seinen Ablagestapel, bis er 3 Pokémon auf der Bank hat. Dein Gegner legt zuerst ab. Die kann eigentlich gar nicht so, also die könnte ganz okay sein. Zum Beispiel zum Outmillen so ein bisschen als Troll-Deck, beziehungsweise als Troll-Tag-Team. Ist ganz okay eigentlich, ist ganz okay. So, Myrapla, Geronimans, ein Plinkfer, sehr, sehr süß. Alola Vulpix, Galoppa und komm schon. Ah, Amaldo. Puh. Leute, jetzt hängt alles an diesem Booster mit dem wunderbar süßen Plinfer noch drauf. Hoffentlich ziehen wir wenigstens noch einen Hit. Das wäre eine schöne Sache, weil ansonsten war das Opening hier echt mau. So, Leute, drückt mir 5 mal die Daumen. So, wir haben ein Ignivore. Fluet, Mika, Flabebe, ein Sneeble, Nachu, Knackleon, Seemops, Namaldo und komm bitte, letzte Karte, letzter Hit. Nichts, Alter, nichts. Das ist echt sad. Wir haben jetzt 4 und 4 sind 8. Wir haben jetzt 11 Booster aufgemacht und haben nur die hier gezogen. Das ist halt ein bisschen... Haben wir halt schlecht aus dem Display rausgegriffen, aber immerhin das Mimikma noch gezogen. Und ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt alles ab, was wie gesagt unter der Beschreibung verlinkt ist. Denkt an den Sonntagsstream, Leute. Es wäre super geil, wenn da einige Leute von euch zuschauen würden, weil das wird ein geiles Event, Leute. Ich sag's euch. Ich meine, wir hatten zwar schon den 1000-Abo-Livestream und den 1000... Nee, Quatsch, den 1500 Booster Livestream, genau, das waren geile Events, aber das wird halt nochmal ein anderes geiles Event und ja, wir freuen uns einfach beide tierisch drauf, Dennis und ich, wir haben da ultra Bock drauf, deswegen Leute, wir freuen uns auf euch, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dann, hau rein, ciao!